Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Jo. Der dritte Versuch, diesen verkackten Außenposten hier zu befreien. Tja, das Schlimme sind eigentlich, sobald der Alarm kommt. Also wenn der Alarm nicht geht, ist das eigentlich ein easy peasy Ding hier. Aus. Haben die echt drei Alarme hier oder was? Deswegen kommen hier auch so viele, ey. Die drei Dinger losmischen. Du, es sollte eigentlich kein Alarm mehr gehen. So, dass wir jetzt nur noch hier drinnen aufräumen müssen. Der da oben, ne? Wo ich Judy drauf angesetzt habe, aber. Ja. Genau. Ein Sünder. Ja, so einfach ist das. Hat genau gedauert 3 Minuten. Aber vorher zweimal sich ein Bein ausgerissen bei dem Dingen. Ja, 3 Alarmdinger ist natürlich eine Menge, deswegen kamen auch so viele Leute. Aber gut, geschafft, befreit, perfekt, ich kann Moon kaufen. Und ich werde mal... Guck, wenn man das mal so und testen dann hier mal die Schotti an. Dann können wir auch noch irgendwas verkaufen. Von Haftgranate. Ich will keine Haftgranate. Granaten haben wir 4. Warte, was war?
Frage mit. Die Sekte hat in dieser alten Brauerei ihre Drogen gepanscht. Es wird uns eine Menge bringen, dass wir sie von hier vertrieben haben. Außerdem kriegt man ab jetzt hier vielleicht auch wieder ein halbwegs vernünftiges Bier. Verdammt gute Arbeit, Rookie. Danke, dass du Henbane gerettet hast. Gott hat noch Pläne für mich. Na klar. So. Eigentum der Sekte sind die ganzen Schreine. Sektenausposten haben wir alle. Perfekt. Vater. Alte Knallbirne. Da, wo alles begann, wäre natürlich hier. Dutchs Bunker. Na, hier ist besser. Dann mal das Auto gleich stehen. Die dreckige Stadtluft fehlt mir überhaupt nicht. Frage ist, was uns da erwartet. Ich nehme mal ihn mit. Komm. Oder warte mal, wir haben doch auch. Die Karriere. Julie, geh an der Seite. Gut. Machen wir uns ran. Da sagst du was, Julie. Natürlich fahren wir genau die verkehrte Richtung. Wir gehen wirklich ein Risiko ein, uns so offen zu bewegen. Ja, alles gut, Julie. Kriegen wir hin. Wir haben noch genug Erfahrung. Da bin ich ja gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich denke, mit der Brechstange werden wir eh dann nicht. Verrecken. Super, Judy ist weg, ich kann nichts mehr machen. Also, ich kann keine Waffe nehmen oder sowas. Ich kann also nur jetzt hier reingehen, Leute. Wo alles begann, wird alles enden? Wer weiß es schon? Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten.
Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Dass das ausgerechnet du, oder was? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke, Gott beobachtet dich. Jede Kränkung, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und der Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne war schwarz und der Mond wie... Ernst hier, oder was? Verdammte Scheiße, da unten! Mein Gott! Ich muss also erstmal alle einmal abknallen, damit sie wieder zu Verstand kommen. Gebt mir doch mal die richtige Waffe, ey. Der infiziert die wieder. Oh Mann, das ist ja ein Ding. Ja, natürlich habe ich dir den Arsch gerettet. Ja, falls ihr euch fragt, ich habe natürlich Widerstand leisten genommen. Ich meine, wir befreien ja keine drei Regionen und sagen dann... Alter! Ich sehe gar nichts. Oh Mann, ich sterbe jetzt. War ein Chaos, Leute, also ganz ehrlich. Wir haben erst 3 von 7 wieder. Also.
Komm, 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 go, 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 go. Nein! So, hören wir jetzt alle. Wir können jetzt endlich gegen den Vater kämpfen. Boah, noch mehr Freunde wiederholen hier. So nicht euer Ernst, ey. Boah, ist das ein Chaos hier, Leute. Komm, lass mich durch, ey. Bist du schon wieder infiziert oder was? Na komm, geh aus dem Weg, ey. Das ist bescheuert hier, Leute, ganz ehrlich. Ja, endlich. Da ist er, jetzt kann's losgehen. Das war's oder was? Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Vollbracht, Kind. Amen. Oh mein Gott. Sing Grace. How sweet. Ha ha ha.
soll das denn? Bleib doch ruhig. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Junge. Und du bist mein Kind. Mach mal die Handschellen los, sonst zeig ich dir, wer der Vater ist. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Das ist echt das Ende. Ja, heftig, Leute. Unerwartetes Ende auf jeden Fall. Hm.
kann man natürlich über nachdenken jetzt über das Ende, von wegen so storytechnisch, dass die Welt halt untergeht und so weiter. Klar, alles gut. Rechtfertigt aber natürlich nicht, wie die Sekte halt gehandelt hat. Und von daher... Aber auf jeden Fall mal ein anderes Ende, kein Happy End, so gesehen. Eigentlich ganz cool. Weil so ein standardmäßiges Happy End hätte irgendwie jetzt auch nicht so ins Spiel gepasst. So hat man nochmal ein bisschen, wo man drüber nachdenken kann vielleicht. Ja. Das war's auf jeden Fall, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir es noch fortsetzen können. Ich probier's mal eben aus. Ob ich dann nochmal so die Sammelaufträge abschließen kann. Aber das mache ich dann auch ohne Aufnahme. Also das ist jetzt dann nichts mehr, nachdem man mit dem Spiel durch ist. Okay. Würde also sogar gehen, oder was? Ja, sieht echt so aus, ne? Probier's mal eben aus, nehmen wir mal hinreisen. Ja gut, Leute. Ja. Könnt mir gerne eure Meinung dazu, zu dem Ende drunter schreiben. Interessant wäre noch gewesen, was gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten... ja, es geht auf jeden Fall. Ihr seht, Judy ist auch da. Wie es gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, wir wären friedlich gegangen. Wie dann das Ende wäre, hätte mich mal interessiert. Aber nachdem, wie gesagt, wenn man da drei Regionen umkämpft hat und so, dann sagt man nicht auf einmal, jo, Friede, Freude, Eierkuchen. Gut. In diesem Sinne, ich möchte jetzt gar nicht lange drum rum reden. Das war's mit Far Cry erstmal. Ja, ich werde hier wahrscheinlich noch die Sammelmissionen so beenden, weil da habe ich ja jetzt schon so viel Zeit reingesteckt, dann werde ich das auch noch fertig machen. Und vielleicht teste ich da mal Arcade an in Zukunft, aber in naher Zukunft nicht. Da stehen genug andere Projekte an erstmal. Und das Interesse eurerseits ist ja auch nicht wirklich gegeben an Far Cry. Ich glaube, jetzt zum Ende hin waren es noch nicht mal 10 oder maximal 15 Leute oder so, die sich die Videos angucken. Ja, das ist natürlich sehr mager. Wenn da ein bisschen mehr Interesse wäre, würde ich vielleicht auch noch ein bisschen Arcade machen. Aber ich muss mal gucken, wie ich so die Lust habe. Dann kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht werde ich mal reingucken in Arcade. Und werde dann vielleicht auch mal was hochladen. Und dann gucken wir mal, wie das Interesse an Arcade ist. Ja, mal schauen. Versprechen kann ich nichts. Wir sind durch mit Far Cry. Wie gesagt, die letzten paar Quests, die werde ich, wenn, dann für mich selber offline machen. Oder was heißt offline, ohne Aufnahme halt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die komplett geguckt haben hier, auch bei jedem, der so zwischendurch mal reingeguckt hat. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zum Ende rein, würde mich mal interessieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ansonsten weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao.